Que pasa, Leute? Herzlich willkommen bei Iron Mike Bodybuilding. Heute bin ich mit meinem Athleten Matze bei der GmbF-Meisterschaft in Walsrode. Zugucken, genau. Und wenn wir schon da sind, nutzen wir die Gelegenheit und machen einen kleinen Formcheck in einem coolen Studio hier beim Aktiv-Fitness-Treff. Also seid gespannt, wie der gute Matze jetzt auf Diät aussieht. Mega Studio. Let's go. So, und das machen wir heute im Aktivtreff in, das ist das Walsrode oder ist das Bad Fallinghostel? Bad Fallinghostel, ja. Ist das was Eigenes? Ja. Okay, im Bad Fallinghostel bei Walsrode. Wer auf die GmbF-Meisterschaft geht, kann hier immer mal ein bisschen vorbeikommen beim Kiro. Lasst ein paar Euro hier und dann dürft ihr das schöne Studio hier benutzen. Und du wolltest uns jetzt mal hier durchführen, oder? Ja, wenn ihr da Bock drauf habt, gerne. Ja, zeig uns mal, was du hier Schönes hast. Ja, also. Gucken, ja, oder? Cardio-Bereich, glaube ich, interessiert nicht wirklich, ne? Ja. Ich bin zwar ein Cardio-Bunny, aber... Echt? Du siehst gar nicht so aus. Ich glaube, das erklärt sich schon selbst. Alles gut. Ja, okay, hier vorne haben wir halt die normalen Geräte mit den Steckgewichten. Das ist aber eine das schöne Ganze Butterfly. Das ist eine schöne Butterfly. Mit der kann man arbeiten. Das Ganze ist probiert, strukturiert zu stellen, dass die Geräte dicht beieinander sind, ne? Dass die Wege kurz sind für die Jungs und Mädels, die trainieren. Mhm. Also hier vorne Brust, Schulter. Hinten Beine, Rücken, wobei das ist ja der normale Bereich, das eigentliche Herzstück ist drüben. Ah, okay, da geht's noch weiter. Ja. Aha. Ich wollte gerade sagen, das sieht aus wie Cybex, aber das ist Live Fitness, oder? Nee, das ist Live Fitness. Der Turm, der Rest ist LOK, also schon oldschool, die Classic Line. Ja, und dann kommen wir hier drüben. Das ist eigentlich so der Kern, das war immer mein Traum. Okay. Hammer. Ah, Plate-Loaded-Geräte ohne Ende. Hammer Strength. Plate-Loaded, ja, hier, das war der alte Kursraum, da sind jetzt die Kurzhanteln drin. Ah. Kniebeugen-Racks. Okay, cool. Nice. Schick. Okay, okay, okay. Ja, und dann haben wir hier den kompletten. Das sieht schon schick aus. Oh. Die fühlt sich gut an. Die fühlt sich gut an. Und dann haben wir das auch noch. Immer alles angrapschen. Schön. Aber du hast auch bei Rücken tatsächlich für jede Griffvariante und jeden Winkel gesorgt, ne? Ja, du, das ist... Das fehlt in vielen Studios. Das finde ich gut. Das ist... Oh. Ja, ich sag mal so, das ist halt der Unterschied. Ich habe das Studio damals eröffnet, nach meiner ersten Saison. Mhm. Und alles, was ich hier besser gemacht habe, habe ich als Wettkampfathlet zu der Zeit natürlich für mich besser gemacht. Also eigentlich ganz schön egoistisch, ja, aber geil, weil ich mir gesagt habe, das will ich noch haben, das brauche ich noch. Ja. Und ja. Nice. Ah, alle Varianten hier von Brustpressen oder ist es nicht immer die gleiche oder doch? Nee, das ist einmal die negative, das ist die White Chest, das ist die schräge und hinten ist die flache. Nee, andersrum, hier vorne die flache, hinten die schräge. Chest Day funktioniert hier. Ah, okay. Isolaterale, also hier ist eigentlich alles Beine. Mhm. Ja. Viel schöne Spielzeuge hier. Ja, wenn ihr posen wollt, macht das irgendwo. Ich habe früher einen Kursraum gehabt, wie gesagt, da sind jetzt die Kurzhantel drin, weil es einfach nicht gelaufen ist. Und ich bin hier selber früher mit meinem Schlüpper durch die Gegend gelaufen, also macht. Also. Lass dich erstmal ganz normal angucken, stell dich hin. Lass mal den Bauch so weit drin, wie du kannst. Und jetzt wieder Sixpack. Okay. Okay, nice. Dann einmal deine Routine. Einmal die ganze Routine einfach, dass wir es mal sehen können. Mal gucken, wo ich dich am besten sehen kann. Oh. Mach's nochmal von vorne. Yes. Hier kann ich dich sehen. Und los. Ja.
zeigt den bösen Rücken. Du wirst zumindest leichtfüßiger, es klappt langsam. Das war nicht mal schlecht. Bleib hier nicht zu lang stehen. Ne? Also genau, das ist nur kurz für den Flex. Quasi, ne? Guck von hier quasi, dass du dann einfach quasi von hier wechselst. Und dann einfach quasi einmal umwechseln. Rein. Aber du willst nur kurz zeigen, ich kann das auch auf der Seite. Und dann bist du wieder weg. Aber nicht schlecht, ey. Ist echt gut geworden. Der konnte sich am Anfang gar nicht bewegen, ne? Null. Mansphysik ist Tanzen. Viel Übung. Ja, Mansphysik ist Tanzen. Aber für... Das wird reichen. Mach's nochmal bitte. Ein bisschen leichtfüßiger, wenn du kannst. Locker. Nicht so viel mit den Armen wedeln, nur locker. So viel, wie sein muss. Bleib mal kurz stehen. Der Lat muss ein bisschen mehr mit nach vorne kommen. Geh nochmal zurück und hol den Ellbogen mit nach vorne. Und jetzt klapp vor. Schulterblatt mitnehmen. Lass dich mal kurz drücken. Schulterblatt nach außen. Ja. Arm ein bisschen weiter nach vorne. Geh ein bisschen tiefer, gleichmäßig. Bauch einziehen. Darf ich mal? Zack. So ist besser. So ein bisschen in die Richtung. Wir brauchen die Ausrichtung der Hüfte in die Richtung noch. So hier quasi. Also dein Bauchnabel zeigt so ein bisschen in die Richtung. Dieses Gleichgewicht passt mir noch nicht ganz, ey. Du hast einen viel breiteren Lat. Wo ist der? Ja, jetzt. Okay, besser. Bauch rein. So wird ein Schuh draus. Stand ist okay. Ein bisschen mehr Standbein in die Richtung mitnehmen. Und das langziehen, das andere, genau. Dadurch, dass du die Hüfte hier lang streckst, wird dein Bein automatisch lang mitgezogen. Also du gehst von hier zu hier. Schau. Ja, ja. Das mit der Hüfte ist immer ein Mindfuck. Das ist bei Mans Physik, bei Classic auch. Die Hüftbewegung ist immer, die macht die Leute fertig. Aber das sieht schon nicht schlecht aus. Der Lat gefällt mir immer noch nicht ganz. Hol ihn von vorne. Ja, und weg ist er. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, nochmal zurück. Arbeite mit deinen Schulterblättern. Genau. Ja, und jetzt bleibst du? Bleibst du? Ah. Verschwindet, sobald dein Arm nach unten will. Mach mal einen Lat Spread vom Bodybuilding. Kannst du das? Front Lat Spread? Aha. Aber das Ding ist, da haben wir das Problem. Das sehe ich auch gerade. Ja. Ja, du nimmst die Schulterblätter nicht mit. Ich zeig's dir von vorne. Greif mal hinten. Jetzt zieh bitte mal die Schulterblätter nach unten. Und jetzt auseinander die Schulterblätter. Etwas besser. Lass dich mal kurz drücken, bleib so wie du bist. Das ist er. Diese Bewegung hier, siehst du? Ich habe ihn dir jetzt rausgedrückt. Wenn man die Schulterblätter nach außen bewegt, kommt der Lat. Aber du musst quasi, damit du nach vorne kommst, Schulterblätter unten lassen und quasi die Brust hochdrücken und die Ellbogen nach vorne. Das kommt, ne? Besser. Das musst du üben. Das heißt, wenn du es jetzt schon schaffst, dann ist der Impuls da. Und wenn der Impuls da ist, dann kannst du es auch. Es ist tatsächlich Übungssache, dass du das in der Pose so hinbekommst. Das ist Übungssache. Aber es geht. Und von hier schiebst du, ja, besser, ja, das ging schnell. Wir hatten das ja eigentlich auch schon, das ist irgendwie nur weg. Ja, ist alles gut. Immer wieder schön ein Gefühl für seinen Körper dann zu kriegen. Das hatten wir neulich beim Posing-Seminar bei den Mädels auch, dass man da einfach so ein bisschen immer bei, weil fast kein Mädel kriegt den Lat raus. Du musst nur Druck auf Schulterblatt bringen. Ja, genau. Und du konzentrierst dich darauf, dass du den Druck hier drauf bringst und auf die Brust. Du musst aber den Druck hier, du musst das Schulterblatt nach vorne ziehen und steuern. Darauf konzentrieren. Wenn du es rausdrückst, kann das. Ja, mittlerweile klappt es ja. Das Gefühl, das fehlt. Genau, das ist wie bei den Bikini-Mädels. Die treffen nie. Wenn du dabei die Schulterblätter rausdrückst, dann kommt der raus. Es ist besser, viel besser. Bauch rein. Genau. Der Seite ist einfacher. Ja? Langstrecken. Das sieht schöner aus, wenn es akkurat langgestreckt ist. Und dann lehnst du dich in die Richtung. Ja. So.
Nicht ganz so breit hier, aber schön. Okay, nochmal der Ablauf. Nochmal der Ablauf. Ja, ja, okay, da kommt er. Da kommt er, geil. Geil. Alles gut, weniger als 6 Wochen für den Probewettkampf. Da kann auch was passieren und fast 12 Wochen noch für den anderen. Ja, aber das ist schon nicht schlecht geworden, ne? So ist es auch einfacher. Tatsächlich ist es aus dieser Pose ist es sehr schwer, tatsächlich. Die Mädels haben auch unheimlich viel Schwierigkeiten, das beim Bikini auf der Seite zu schaffen. Ja. Aber das ist schon besser geworden. Wir nehmen 2 Monate Rebound mit für die Beine. Vielleicht ein paar Peptide rein und dann im Herbst sitzt das. Aber das hat er mit allen Mans-Physikathleten gemeinsam. Die Hose wird fast platzen. Kommt ja bald bei mir jetzt. Soll ich bestellen? Aber ich habe die ganzen Jungs getroffen und deswegen, als ich dich gesehen habe, ich habe die ganzen Jungs hinter der Bühne getroffen. Das waren solche Pakete. Zu mir kam einer auf mich zu und meinte so, ey Mike, ich feiere deinen Content. Dies, das, spricht mich so an und ich gucke ihn so an, ja, geiler Typ. Und startest du Bodybuilding? Der so, nee, Mens Physik. Und ich so, fuck, Alter. So, der war so wie du. Ramsi heißt der. Liebe Grüße an Ramsi, wenn er das sieht. Dennis James Classic, ganz knapp die Pro-Card verfehlt. Was für ein Athlet, Alter. Ramsi sieht aus wie du. Das sind die Kaliber heute. Du musst dich halt entscheiden, ob du in der Mans Physikklasse kämpfst, wo vielleicht gerade ein bisschen mehr Platz ist, oder ob du in die Klasse rennst, in die halt gerade jeder rennt. Ich würde sagen, wir gucken das, was am besten zieht. Ja. Was meinst du? Gut, ich sag mal so, deine erste Saison? Der erste. Wird Wettkämpfe mitnehmen an deiner Stelle, ne? Ja. Wird einen Probewettkampf machen. Vielleicht würde ich sogar drüber nachdenken, beim NHC zu starten auf einem Norddeutschen. Die ist jetzt Anfang, aber Gewichtslimit, Anfang Mai. Gewichtslimit ist doch extrem niedrig bei denen. Ist niedriger als bei der NPC. Kann auch in der Body 1 starten. Das stimmt. Meinst du? Ja. Bei der Taille? In der Männer 1 starten, ne? Da ist Anfang Mai jetzt die Norddeutsche in Cuxhaven. Ja, müssen wir dann die Posen auch noch durchgehen. Wie viel wiegst du jetzt? 115. 115 Kilo. Wenn sie halt. Wir haben schon gut was runter. Für Classic dürftest du, glaube ich, 106 wiegen oder 100. Ich meine, du musst dein eigentliches Ziel ja nicht aus dem Auge verlieren, ne? Aber am Anfang, denke ich, ist halt viel Erfahrung sammeln wichtig. Ne? Genau. Und von daher Bühnenluft schnuppern. Ne? Du kannst die Atmung jetzt besser nach oben verlegen. Das hat besser funktioniert. Ja. Vorher warst du sehr bauchig im Atmen. Ah, okay. Hast ihn wieder, ja? Schulterblatt runter, ja, Brustkorb hoch. Ja. Musst du nur darauf konzentrieren, dass du hinten den Druck, dass du das Schulterblatt nach vorne kriegst. Ja. Gar nicht so den Druck auf den Latt an sich, sondern über das Schulterblatt kommt. Ja. Ja? Das ist ja eher eine Lattdehnung als eine Anspannung. Schön. Gut. Sehr, sehr gut. Okay. Dann 2, 3 Durchgänge üben wir noch. Dann haben wir bei dir hier. Genau. Stehen. Genau. Entweder kann man dann hier öffnen und runter und anspannen, was auch manchmal ganz schön ist. Dann würde ich aber mit der Hand so gerade runter, dass sie genau so. Und dann vor, auf, zurück. Genau. Bisschen mehr zurücklehnen dabei. Das sieht gut aus. Struktur kommt auch im Rücken langsam schon durch. Natürlich, wir haben noch viel Zeit. Es könnte mehr sein, aber ist schon gut. Ne? Stabil. So. Von hier aus, genau. Entspannter Schritt rüber. Genau. Wenn du das machst, versuch mal, dass du dich wie in so einem System schließt. Schau mal, du bist hier und dann mach mal alles nacheinander. Schau. Genau, also du fängst hier an, ziehst dabei den hoch und dann klappst du den wie bei einem Latzug. Wie wenn wir den Latzug machen, damit wir richtig treffen. Wie bei einem Klimmzug, wenn du hochgehst. Klappst du den hier so rein und holst dadurch automatisch, du landest dann hier so drinne. Und dadurch spannt sich dein Latt extrem an. Einmal rüber tänzeln. Genau. Und dann versuch hier, genau. Bleib mal so. Wenn du kommst, ist es quasi wie so ein Eindrehen hier und Landen.
Und hier anspannen. Dann machst du dieses ein. Genau. Ein hier mehr rausdrehen, damit du auch mehr Rücken hast. Ja, besser. Ja, schick. Darf ich mal ein bisschen hier rausklappen? Schulterblatt raus? Ja, danke. Schulterblatt wieder raus. Wir brauchen auch hier mehr Latt. Das müssen wir noch ein bisschen besser, aber das kriegen wir hin. Das ist gut. Von hier aus kommt jetzt der schwerere Schritt. Wenn du hier bist, wechseln wir erstmal nur die Beine. Du stellst dich gleich in die Frontposenstellung. Den Arm machst du lang und drehst dich. Genau, und dann bist du drinnen. Ah, das sah doch schick aus. Wo ist der Latt? Gut. Gut, nochmal. Bauch reinziehen. Ah, so muss der aussehen. Bauch. Einmal den Schwimmer. Bitte nach dem Schwimmer, wenn du den machst, ja, lande direkt in der Pose. Also guck mal hier. Genau, also einmal den hier und dann hier landen. Langsam und entspannt. Einmal rüber und runter. Siehst du, so ist schöner. Nicht so plötzlich, genau. Sehr schön. Nächster. Ah, der Übergang ist sehr schön geworden. Ich kann mich an den ersten erinnern. Das war ja eher gestolpert. Okay. Ich glaube, wir beide stehen in der ersten. Mach ihn nochmal. Genau. Es darf auch minimal sanfter vonstatten gehen. Also nicht so schnell dieses Rüberschwingen. Macht es ruhig so ein bisschen genüsslicher. Ja, geil. Schön. Übertrieben starke Pose, Rücken. Bam. Das sieht böse aus. Und nochmal. Abspreizen den Arm, den vorderen, jetzt nach unten einfach lang machen. Genau. Und von hier aus Beinwechsel und rein. Genau. Latt. Ja. Geil. Kommt doch. Kommt doch. Schön. Und nochmal das Ganze. Nochmal das Ganze. Aber die Form ist schon deutlich besser geworden. Im Notfall kann man die so hinstellen. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Jetzt stehst du perfekt in der Frontpose gerade. Bleib mal kurz stehen. Jetzt haben wir es. Genauso sollst du aussehen. Das ist tatsächlich... Bauch rein. Jetzt haben wir es nach langer Übung. Das ist tatsächlich eine weitestgehend perfekte NPC-Frontpose. Das sieht schon krass aus. Einmal den Schwimmer und sanft landen. Der Latt hier könnte wieder mehr sein. Na komm, konzentrier dich. Besser, besser. Weiter. Schön. Gut. Und jetzt. Taille wird noch weniger als vorher. So. Gut. Und zeig den Move. Bam, es klappt doch langsam. Abstand könnte am Ende ein bisschen größer sein, ein bisschen mehr reinlehnen mit der Hüfte. Latt auf der Seite mehr holen. Wird schon. Gut. So Leute, das war ein kurzer Formcheck plus kleines Posing-Update und winziges Posing-Training spontan mit meinem Athleten Matthias. Und wir sind tatsächlich gerade in der Vorbereitung. Wir haben noch ein paar Wochen bis zum 30. April, da wollen wir mal so einen Probewettkampf machen. Bis jetzt war er leider 3 Wochen krankgeschrieben, also das ist richtig, richtig scheiße. Aber wir sind trotzdem gut in der Zeit. Ich habe das so ein bisschen mit einberechnet, weil momentan wird irgendwie jeder gefühlt krank. Deswegen haben wir ein bisschen Pufferzeit einberechnet und wir sind auch ganz gut im Rennen. Und der eigentliche Wettkampf, auf den wir wollen, ist ja erst Ende Mai. Das heißt, wir haben Luft, wir haben Zeit und ihr habt heute gesehen, wie der gute Matze aussieht. Folgt ihm gerne auf Instagram, da dokumentiert er seit neuestem auch ein bisschen seines Wegs. Deswegen mattrotbb einfach auf Instagram. Wir blenden es hier ein. Supportet ihn ein bisschen und wenn ihr Bock habt und in der Nähe seid, sowohl bei der Bavue Classic als auch bei der Wader Classic, werden wir auf jeden Fall sein.
Deswegen, schaut gerne vorbei, da könnt ihr uns treffen und können sehen, wie wir hoffentlich abreißen. Dementsprechend war's das. Lasst gerne ein Abo auf dem Kanal da und wir sehen uns das nächste Mal bei Iron Mike Bodybuilding. Zack. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power you're as long as you're dreaming. You're never gonna make it.